Ja, hallo Freunde, es ist endlich wieder soweit, Castle Trader Zeit. Und heute geht es mal um das schöne Thema Margin. Welche gibt es da? Ja, wir gehen mal quer durch die Margin-Welt. Ach, mich hat aber noch gerade eben einer gefragt, wie warm ist dann auf Zypern? Ich versuche es mal hier reinzuhalten. Unten die Zahl ist mein Büro, wo ich hier gerade sitze. Oben die Zahl ist eingestellt auf der Klimaanlage. Da könnt ihr euch vorstellen, was gerade unter meinem T-Shirt hier los ist. Aber jo, ne, draußen ist nochmal ein Ticken wärmer. So viel dazu. Ja, jetzt fangen wir an. Die Werbung, Trade Scanner, wie gesagt, immer noch keine 20%. Ich werde andauernd gefragt. Die kommen wieder, Freunde. O4W. Alles unten drin, die Rabatte. Zoom-Stunden, jetzt ganz wichtig. Ich bin, ja, Juli ist schon einigermaßen voll und vom 17. bis Ende Juli, weil ich jetzt die letzten Juli-Tage auch noch gerade Stunden reingekriegt habe, auch von der Gruppe noch. Wenn dann bis zum 17., liebe Leute, weil danach kommt mein Sohnemann und da will ich echt einen auf ja, Papa und Sohn machen. Ne? Wir wollen ein bisschen Action machen, da habe ich auch keine Lust dann, ehrlich gesagt, auf Zoom. Ich muss mal ein bisschen am T-Shirt ziehen, kriege ich nämlich hier Beklemmung gerade. Amo Brokers muss ich sowieso gar nichts mehr zu sagen. Und auch wer jetzt immer noch wegen dem Webinaren fragt, Termin 1 ist ja rum, Termin 2 ist rum von dem, sag doch mal, jetzt komme ich ja gar nicht mehr drauf, von dem Income Strangle. Es wird nochmal einen im Herbst geben, wer es nicht abwarten kann. Wir haben die Aufzeichnung und die Folien immer noch für 130 Euro. Schickt mir bitte eine E-Mail, kommt auf der letzten Folie hier, ich greife es schon mal vor hier oben, könnt ihr gerne hinschicken und da können wir alles besprechen. Wir können es auch im Zoom machen, wie ihr wollt. Ne? Und jetzt fangen wir an, sonst wird es wieder zu lange. Hier oben mal so ein schönes Margin-Foto, so ein Hebel. Ne? Was ist denn die Margin? Ist jetzt mal ein Basic-Video für diejenigen, die da irgendwie, ne, das Struggle noch so ein paar Leutchen immer rum, merke ich. Deswegen habe ich das Thema mal wieder aufgegriffen. Ich versuche so einfach, wie es irgendwie nur machbar ist, wieder zu machen. Wir fangen mal vorne an. Normalerweise solltet ihr danach dann wissen, was ist das, ne? Wie funktioniert denn das so einigermaßen, so dass wir da keine Panik kriegen müssen. Ja, also was ist denn die Margin? Ist nichts anderes als eine Sicherheitsleistung, um nicht das gesamte Kapital eines zu handelnden Underlyings vorhalten zu müssen. Punkt. Hierfür wird einfach ein bestimmter Betrag des Kontowertes geblockt. Der Broker, der geht nicht dahin und bucht euch irgendwelches Geld runter, was ihr dann nicht mehr wieder seht, sondern er blockiert einfach, sagen wir jetzt mal, von 10.000 Euro blockiert er 500 oder 800 oder 2.000 Euro oder Dollar, auf die ihr dann in dem Moment nicht handeln könnt, weil ihr jetzt irgendeinen Trade gemacht habt oder irgendeine Aktie gekauft, ne, wie viel auch immer. Mehr ist es nicht. Dann gibt es zwei Margin-Typen. Einmal die Initiale, die Start-Margin. Den Betrag musst du am Konto haben, um eine bestimmte Aktie beispielsweise oder ein ETF oder ein Future zu kaufen oder ein Trade XY einzugehen. Ne? Das Geld muss da sein. Da steht jetzt 2000 Dollar. Brauchst du für XY Trade, Aktie oder sowieso. Wenn du die nicht hast, kommst du gar nicht erst in den Markt rein. Dann gibt es, also in den Trade rein, ne, oder in den Kauf rein. Dann gibt es die Maintenance Margin, ne, kommt aus dem Englischen, Erhaltung. Ne. Maintenance ist hier bei uns bei den Häusern, da musst du dich dann entweder um Garten kümmern oder es macht halt, die Maintenance ist halt mit drin, ne, da kommt dann hier wie bei uns, da kommt zum, ja, Poolboy ist es nicht, ne, der ist Gärtner, der macht den Pool mit. Das ist dann die Maintenance, die Haltemargin, ne, den Betrag musst du immer am Depot haben, um deine Trades, Aktien und so weiter über Nacht halten zu können. Jo, mehr ist das auch nicht. Die Maintenance Margin ist in der Regel immer tiefer als die Einstiegsmargin. Ne? Für die Initial Margin brauchst du ein paar Dollar mehr und für die Maintenance Margin dann durchgängig ein paar Dollar weniger. So, bevor wir alle Portfolio Margin bei IB erhalten haben, ich gehe mal davon aus, wir haben das wirklich alle. Ich weiß gar nicht, ob es da noch Unterschiede gibt, ob es irgendwelche Leute noch Reg T, also Regulation T Margin haben. Hatten wir grob gesagt, davor hatten wir ja Rekti-Marge, Margin, ne, wisst ihr wahrscheinlich noch, hatten wir grob gesagt, tagsüber 25% Margin-Anforderung für eine Aktie oder für ein ETF, ne, hast du irgendwie eine Aktie gekauft, die kostet 10.000 Euro, hast du morgens gekauft, dann hast du 2.500 Dollar oder Euro oder Pfund oder was auch immer Margin gehabt und über Nacht ging die dann auf einmal hoch auf 50%, das war dann die Maintenance-Margin. Die ist immer, naja, steht es ja noch, hatte ich eben schon gesagt, Maintenance ist immer niedriger als die initiale Margin. Ne? Also das war immer ziemlich blöd, da hat sie eigentlich ja, einen Hebel von 4 tagsüber und nachts hat sie nur noch einen Hebel von 2.
So, Hebel, da steht es dann nochmal, ne? Weil was ist denn überhaupt dieser komische Hebel? Der Hebel ist eigentlich schon in der Margin drin, ne? Wenn du auf Margin handelst, hast du automatisch schon diesen Hebel in der Benutzung, ne? Denn nichts anderes ist das mehr. Wenn du zum Beispiel eine Option auf einen S&P-Index, ne? SPX, kennt ja jeder, handelt und dieser ungefähr, sagen wir jetzt einfach mal, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht, warte mal, 35, so kostet der bei mir auf einmal momentan, Speicher, wenn da momentan der S&P-Index eine Option da drauf, ein Short-Put, sag mal einfach mal, $35,000 Margin kostet, dann handelst du mit einem Hebel von ungefähr 15. Ja, wieso denn das? Ganz einfach, der S&P steht jetzt, steht er dann? Ja, 5.500 irgendwie was, ne? Schon wieder nächste Allzeithoch. Gleich mal Grüße an die Crash-Propheten, ne? Die meinen seit letztem Jahr, wir fallen auf 3.200. Ja, ne? So viel dazu, zu Finanznachrichten. Also der S&P steht bei 5.500 Punkten und hat einen 100er Multiplikator. Der ES Future, der Future auf den S&P 500, hat ja nur einen Punktwert von 50. Der DAX hat 5, der Nasdaq hat, ich glaube, der Nasdaq Future hat, glaube ich, 20, Öl hat 1.000 und so weiter. Ne? Dann nimmst du die 5.500 mal 100 und teilst das Ganze durch die $35,000 Margin. Da kommt raus, irgendwas um 15, kann jetzt auch 15,6 sein. Ich habe es jetzt einfach mal grob gerundet auf 15. Das ist dein Hebel. Ne? Also nicht jeder, der denkt, oh, ich habe jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, $100,000 auf dem Konto, habe eine Kaufkraft bei Portfolio Margin, ich sage jetzt mal 450.000 und dazu nehme ich jetzt noch einen Hebel. Nee, der Hebel ist die Margin am Ende. Ne? Das muss man dann halt mal erstmal verstehen. Der Hebel beim Handel ist also bereits in der Margin enthalten. Da gibt es nicht nochmal irgendwie einen anderen Hebel am Ende. So, Initial Margin, hat es schon vorweg gesagt, hier oben, den Betrag musst du halt am Konto haben, um eine bestimmte Aktie etc. zu kaufen oder ein Trade XY einzugehen. So, geschickter Umgang mit Margin lässt Konten erst richtig performen. Ne? Wenn du Hebel hast und kannst den Hebel auch bewusst einsetzen, kannst du natürlich deine Rendite hebeln. In beide Richtungen, ne? Vergessen auch viele. Nicht immer nur nach oben, oh, bam, 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 Shortput, weil Markt rennt ja 100 Jahre nur nach oben. Klar, machst einen Haufen Kohle, wenn die ganze Kiste dreht, geht der Hebel in die andere Richtung, ne? Also nach unten, da wo so ein bisschen blöd rot immer aussieht. So, du könntest ohne Margin-Konto nicht mal einen Short-Call handeln, ne? Ist von IB, also Interactive Brokers, beispielsweise gesperrt. Wenn du ein Cash-Konto, heißt es glaube ich, hast, kannst du keine Short-Calls handeln, ne? Ist ja auch mal interessant zu wissen. Aber ich denke mal, 99,9% von uns haben eh alle ein Margin-Konto. So, welche Arten von Margin nutzen wir? Also früher für IB-Kunden, ne, wie ich und ihr wahrscheinlich 99% von uns, gibt es ja noch Tasty, dann gibt es noch Charles Schwab, dann gibt es noch TD Ameritrade und ich weiß gar nicht, was es noch alle gibt in den USA. Ja, also früher haben wir Regulation T gehabt. Hier werden bis zu 50% Margin-Satz overnight, na, wir hatten es auf der vorherigen Seite, über Nacht, pro Aktie ETF verlangt. Ungefähr Hebel 2, Intraday 4, ne? Weil tagsüber waren es ja nur 25. Wenn du da eine AMC-Aktie hast, dann sind es vielleicht 38%. Bei einer Pepsi sind es dann halt 25%. Ne? Das ist natürlich dann auch nochmal nach dem Risiko alles wird das bewertet. So, jetzt haben wir alle Portfolio-Margin. Machen wir ganz einfach. Ich könnte 15 oder 4 Seiten dazu schreiben, ne? Oder Kalkulation und was da nicht alle gibt. Also bei der Portfolio-Margin wird die Margin anhand des gesamten Kundendepots berechnet. Egal, was ihr drin habt. Ein Short-Put, ein Long-Put, ein Long-Call, ein Short-Call, ein Strangle, drei Aktien, fünf ETFs und noch irgendwie Short-Nvidia oder so. Ne? Das wird alles genommen und quasi, ja, es wird quasi auch geschaut, was nach Börsenschluss im Worst-Case passieren kann. Was passiert denn über Nacht? Ne? Da drüben bei uns hier, jetzt wollen sie ja hier Zypern, ne? wenn die Israelis von zypriotischen Flughäfen aus einen Einsatz fliegen gegen Libanon, dann ist die EU im Krieg und Zypern wird dann hier bombardiert. Ne? Gehen die Hauspreise wahrscheinlich mal runter, vielleicht kann ich da mal gucken. Und alles sowas, ne? Das wird alles damit eingepreist. Oder der Sleepy Joe gestern hat ja ein bisschen war nicht so gut, gegen Trump ist nicht so gut gelaufen, so alles so Sachen und dann, oh Hilfe und Trump gewinnt und ne, da kann ja sonst irgendwie was passieren. Das wird alles geschaut, was nach Börsenschluss im Worst Case passieren kann. Hedging-Positionen werden übrigens stark positiv gewertet und führen teils sogar dazu, dass wir Trader sogar Gutschriften statt Margin
statt Margin zu bezahlen, also Margin-Sätze erhalten, kann sich während eines Trades natürlich alles nach oben oder unten ändern. Ich habe mal was aus unseren Folien genommen vom Strangle-Webinar, das sind jetzt hier von mir, Income Strangles auf den Russell, und da seht ihr es, minus 3401. Momentan haben wir irgendwie, ja, IB hat ja die Sätze angehoben bis 35%. Hast du vielleicht, der eine hat 10.000, der nächste hat 15.000 Margin auf so einen Trade. Ich habe minus 3.401. Ich bin jetzt Liquiditätsgeber. So irgendwie kann ich mich wahrscheinlich bezeichnen. Weil ich einen Haufen Long-Positionen im Depot habe. Noch zumindest. Es laufen natürlich auch einen Haufen aus, weil es passiert ja irgendwie nichts. Ein ATH, also Allzeithoch nach dem anderen. Ne, also, weil es dann immer heißt, ja, das ist ja immer alles so und boah, und so viel Margin und ja. Kümmert euch dann halt mal um das Thema Hedging, und schon sieht die Kiste vielleicht auch mal so aus. Ne? Also, Span Margin haben wir auch noch, ist für Futures, ist 1988 eingeführte Was-wäre-wenn-Methode. Span, ne, Expando, berechnet das Gesamtrisiko des größtmöglichen Verlustes, der meist innerhalb eines Handelstages im Depot passieren kann. Ne, eine sogenannte Span-Risikomatrix bewertet quasi also alle Gewinne und Verluste, die unter allen möglichen, also nach oben, nach unten, Vola hoch, Vola runter, Marktsituationen eintreten können. Wichtig, Span Margin ist meist niedriger und wird uns im Future-Handel immer begegnen, weil es immer heißt, ja, wir haben ja Portfolio Margin. Ist ja richtig, wenn du aber ein Shortput oder ein Butterfly auf ein ES oder RTY oder weiß der Geier auf was handelst, hast du Span Margin. Ja, die Span Margin rangezogen. Hat dann in dem Moment nichts mit der Portfolio-Margin, die du auf dein Grunddepot hast, zu tun. Ist immer mal ganz schön, aber Span, ne, das Gegen kann auch wieder nach außen schlagen. Also immer mächtig aufpassen, aber da kommen wir jetzt noch zu. So, wie können wir unsere Margin nun im Griff haben und wie berechnen wir sie? Ganz einfach. Das ist ja wahrscheinlich so das Thema, wo dann immer die Welt dran verzweifelt. Ich meine, klar, die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, aber es sind ja auch genug Leute hier auf dem Kanal. Ich kriege das ja mit durch die ganzen E-Mails und Sprachnachrichten mittlerweile, dass da ja doch immer noch Bedarf ist, zu wissen, wie es funktioniert. Also, mal die absolute Grundformel der Margin-Berechnung. Ganz einfach. Ihr guckt einfach, was habt ihr für einen Mindesteinschuss. Ich kann es jetzt hier, mein TWS läuft zwar. Ihr könnt dann über eure Kontoschaltfläche in der TWS gucken, was für Mindesteinschuss, Maintenance Margin, ne, habe ich. Und das teilt ihr einfach durch euren Netto-Liquidierungswert. Oder ihr geht oben auf Analyse-Tools, gebt Trader-Dashboard ein. Hier steht es, weiß, Trader-Dashboard. Das könnt ihr dann noch bearbeiten. Ich habe zum Beispiel den VIX mit drin. Ich habe hier den RVX, das ist der Volatilitätsindex auf den Russell 2000, den Bitcoin-Kurs. Ne? Hab zwar keine, aber ja, interessiert mich trotzdem. Ja, dann habe ich meinen Netto-Liquidationswert, der ist jetzt einigermaßen positiv momentan. Den aktuellen Mindesteinschuss, Maintenance Margin. So, was mache ich jetzt? Mindesteinschuss, also Maintenance Margin geteilt durch Netto-Liquidierungswert, sind 239.500. Das ist aktuell das, was ich heute am 28.06. 240.000 sind es jetzt, also sind nochmal 500 draufgekommen, Maintenance Margin in meinem Depot habe. Da sind Aktien drin, da sind Optionstrades drin, da ist 1000 Sachen sind da drin. So, also 239.500 geteilt durch 1,017.600 Netto-Liquidierungswert macht 23,5% Margin-Auslastung. Fertig. So, was habe ich immer für eine Margin? Ich bin so bei 30, ja, ich muss auch gestehen, manchmal bin ich über 35%. Feierabend, ne? Haben wir auf den anderen Folien noch. Ich habe es heute Morgen alles gebaut. Ich muss selber nochmal gucken, was da noch drin hat. So, und was ist denn jetzt die Cushion? Auf Englisch, also von Englisch auf Deutsch Kissen, Sicherheitskissen. Ja, oder so, ja, Netz und doppelten Boden wie im Zirkus. Hier, Cushion 0,76. Ganz einfach ist das der Margin-Puffer, der oberhalb der benötigten Margin liegt. Also eure zusätzliche Liquidität oder noch freie Liquidität. In dem Falle 76,5%. Margin plus Cushion ist wieder 100. Ne? Und ja, im Prinzip war es das dann. Berechnet wird das eigentlich, hätte ich nochmal aufschreiben können, 1 minus 0,76 bliblablub, gibt dann 0,235. Das Ganze mal 100 sind dann wieder 23,5. Ne? Das sind halt Nullkommazahlen hier.
Aber 0,23 Margin plus 0,76, das wäre jetzt wieder 1. Ne? Mehr ist es nicht. Das ist einfach eure, mal 100 gerechnet, eure freie Liquidität. 76,5% und ja, der Kehrwert quasi, andersrum, ne, 100 minus, ist dann eure 23,5% Margin-Auslastung. Total kicky einfach. Die Zahl müsst ihr definitiv im Blick haben, wenn ihr keine Lust habt, ständig hier mit dem Taschenrechner zu sitzen. Das geteilt durch das mal 100 ist das. So, was haben wir dann noch? Ja, wie viel Margin sollte man nutzen? So, jetzt zeige ich euch mal ein paar Bilderchen. Persönliche Meinung. Nur meine Meinung. Die muss nicht richtig und nicht falsch und keine Ahnung was sein. Aber ich kann ja nur von meiner Meinung ausgehen. Wenn du nur abgesicherte Strategien handelst, kannst du theoretisch, ich habe gar keine Schreibfehler gefunden, aber kommt bestimmt noch welche. Wenn du nur abgesicherte Strategien handelst, kannst du theoretisch, Ausrufezeichen, bis 90% auslassen, würde ich mal so sagen. Theoretisch, da dein Risiko ja fest definiert ist. Also beispielsweise, ja, hier Credit Spreads und Debit Spreads, ne? Also ein Bullput, ein Bear Call, ein Bull Call, ein Bear Put, die ganzen Geschichten. Also, ja. Jetzt geht's ja schon los hier. Bei beispielsweise einem Credit Spread ist die maximale Margin dein Spread-Abstand. Beispielsweise Bullput Spread, Aktie 50 auf 45. Shortput, muss mal rechnen. Shortput bei $50, bei $45 Longput, ne? Ist klar. Sind 5 Punkte Abstand, sind bei einer Aktie ETF 100er Faktor, also 100er Multiplikator, $500 maximales Risiko. Und somit kannst du natürlich auch nur maximal $500 Margin haben. Geht ja gar nicht anders. Da kann ich ja nicht 2000 aufschreiben. So, jetzt geht's los. Nackte Shortputs beispielsweise. Hier wird beispielsweise von IB wie folgt gerechnet. Shortputs. Wir machen das mal echt ultra simpel. Shortputs direkt at the money werden beispielsweise mit 20% des Gesamtwertes der Aktien am Strike berechnet. Ungefähr, das Delta ist ja auch nicht immer genau 50, ne? Dann kommt es auch noch mal drauf an, lange Laufzeit, kurze Laufzeit, aber macht euch das mal so als Daumenregel. Was habe ich denn jetzt hier eigentlich genommen? Müssen wir mal gucken. Machen wir jetzt mal kurz Crows hier. Ach, der Nvidia, na guck an. Wir haben verkauft, was haben wir denn verkauft? Für $620 at the money, hier, ein 125er Put. Jetzt weiß ich gar nicht, bei was Nvidia, wo stehen die denn überhaupt? NVDA steht bei, ja schon wieder 2% im Plus, steht bei 126, ja gut, dann, na, jetzt ist es schon wieder gestiegen. At the money war 125 zu dem Zeitpunkt. Moment. Wir haben gerade einen Hänger gehabt. So, jetzt muss ich nehmen meine 125 mal 100er Faktor. Das macht einen Aktienwert bei Einbuchung von 12.500. Das nehme ich jetzt ungefähr mal 20%. Das wird nicht genau stimmen, weil es war auch nicht genau at the money, war auch kein Strike da. Wären 2.500 und wir haben Ersteinschuss 2.159, Maintenance 1.961. Gut, jetzt kann es auch wieder sein, dass die da auch wieder anfangen hier mit den Longputs. So ganz grob, ne? Es wird, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was für ein Delta das war hier. War auf jeden Fall war jetzt keine 50. Aber ihr müsst mit 20% rechnen. So, jetzt geht doch mal da runter. So, ne? At the money, 20% des Gesamtwerts der Aktien. Strike mal 100 ist Gesamtwert der Aktien, mal 20% ist ganz grob eure Margin. So, Shortputs out of the money werden ebenfalls mit 20% Margin berechnet, jedoch abzüglich den Abstand zum Geld, ne? Bist du ein bisschen weiter weg, das Geld mal 100 quasi wird dann umgerechnet, wird abgezogen, mindestens aber 10%. Im Prinzip bewegen wir uns immer bei den mindestens 10%. Ihr könnt das auch alles im Netz nochmal irgendwo nachlesen, steht bestimmt irgendwo drin. Ne? Rechnet also immer, wenn ihr macht einfach einen Shortput auf irgendwas, Shortput, Palantir, keine Ahnung, $10, ich weiß gar nicht, wo die stehen. Ne? Und dann nimmst du 10, okay, mal 10, mal 100, 10.000, 10%, $100 Margin. Das wird irgendwo Pi mal Daumen hinkommen am Ende. So, was haben wir hier noch für ein Bild? Haben wir auch noch eins gemacht. Ach, da habe ich sogar berechnet. Da haben wir jetzt mal einen 100er Put verkauft. Ne? Ist schön out of the money. Was waren wir? 100? 126. 100 mal 100 sind 10.000. Mindestens, jetzt kann man das noch ausrechnen, den Abstand zum Geld, den ziehst du ab von den vorher 20%. Aber in der Regel rechne ich nur mit den 10%, ne? Weil da werden wir immer hinkommen. 10% davon sind 1.000. Was haben wir?
Mindesteinschuss 936. So, jetzt geht's wieder los. Der Süppel hat natürlich einen Haufen Long-Positionen. Ich kriege wieder Geld. Ja, in der Regel steht da wahrscheinlich jetzt auch irgendwie. Nicht 936, vielleicht 920, 910. Aber ihr seht schon ungefähr diese 10%. Ja, das ist die Geschichte, die wir eben hatten. Habe ich selber erst gesehen. Für vorhin den Screenshot gemacht. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich da schon wieder Geld bekommen habe. Also hätte, ich habe es ja nicht gehandelt. Und das war's dann schon. Rechnet, achso, haben wir gesagt. Hinweis, im Mai hat IB die Margin drastisch um 35% erhöht. Verlasst euch hier nie auf feste Sätze. Wobei, ich habe jetzt hier komischerweise nichts drin. Ich merke aber in meinen Strangles und diversen anderen Trades, dass meine Margin auf einmal schon einiges höher ist. Gut, das wird auch wieder rauskommen. So, jetzt haben wir noch einen Margin Call. Da müssen wir ja auch mal besprechen. Schaut bitte immer, dass eure Margin deutlich unter eurem Netto-Liquidierungswert liegt. Sobald das irgendwie 1 zu 1, ne, hier wie Euro-Dollar, 1 zu 1, 1 zu 1,08, tot, ne, mehr oder weniger tot. Ich nutze meist 30-35% maximal, da vieles bei mir naked ist. So, die TWS hat ein Alarmsystem quasi so eingebaut in sich, ne, ich habe es leider noch nie in live gesehen. So ähnlich hier sieht es aber aus, dann leuchtet es nämlich, gelbes Pop-up, noch 5%, orangenes Pop-up, Margin aufgebraucht, dann ist schon mal finito, bitte sofort nachschießen, hast du glaube ich noch, ich weiß es nicht, 10 Minuten, Viertelstunde oder eine Stunde, keine Ahnung, müsste ich selber googeln, ich werde da wahrscheinlich hoffentlich nicht hinkommen, dass ich mich damit befassen muss, aber dass ich es mal gehört habe. Rotes Pop-up, das nächstliegende Underlying wird verkauft, um Margin wieder freizukommen. Der, ne, der Broker IB, der packt sich das nächstbeste Teil, was er am schnellsten zu Geld machen kann, wo am meisten Margin frei wird, wenn das nicht reicht, kommt wieder das nächste und wieder das nächste. Jo, und dann steht er da, ne, macht dicke Backen, weil dann irgendwie vielleicht von 20, 10 Aktien weg sind und noch 5 Optionstrades geschlossen sind, weil wir dann halt vielleicht nicht voll gekriegt haben vorher. Vergesst nie, im Crash zieht es eure Netto-Liquidierungswert meist nach unten. Ne? Hast du 100.000 Dollar nur in Aktien mit einem Beta von 1, sag ich mal, das heißt S&P 500 Aktien. Der S&P schmiert 30% ab. Wo steht denn jetzt dein Netto-Liquidierungswert? Ne? Bei 70.000 zum Beispiel. Gleichzeitig, was macht denn dann der Broker, wenn ein Crash kommt? Der zieht ja die Margin-Sätze nochmal nach oben. Ne? Die meisten kriegen eine E-Mail. Ich hatte komischerweise letztes Mal von IB ein, aber von CapTrader nicht. Weiß ich auch nicht warum. Oder es wird am Spam gelandet. So, jetzt habe ich für alle mal eine Textaufgabe gebaut. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, wenn ihr Bock habt. Das soll mal zur Sensibilisierung dienen. Ne? Ihr habt ja hier vorne, ne, da war es nicht, wo war es denn? Hier die ganze Berechnung. So, und jetzt haben wir hier, wenn du gestern zum Beispiel einen Netto-Liquidierungswert von 100.000 US-Dollar hattest, wir gehen einfach mal von einem Aktiendepot aus, ne? Und eine Margin von bereits 50.000. So, da sind wir ja schon mal die Hälfte, haben wir ja schon mal, ne? Da denkt man, das ist ja noch ganz gut so, ne? Aber ja. Dann kann im Crash der Netto-Liquidierungswert, ich hatte es ja gerade gesagt, auf 70.000 Dollar sinken. Aktienmarkt schmiert 30% ab, deine Aktien im Depot schmieren auch 30% ab. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass du jetzt da viel, was weiß ich da, irgendwelche Long-Puts auf den SBX, Teenies, Back-Ratios und sowas. Ne, wir wollen es ja einfach halten. Hast 100.000 Dollar in Aktien, 50.000 hast du bereits Margin verballert. Ja, Corona 2.0, boom, 30% runter, dein Netto-Liquidierungswert ist von 100 auf 70.000 gefallen und die Marge wird jetzt auf 60.000 Dollar die erheben natürlich prozentual die Margin an, macht auf einmal 60.000. So, jetzt guckst du mal, wo dein Margin-Satz auf einmal liegt, obwohl du nichts weiter gemacht hast, du hast keinen neuen Trade aufgemacht und gar nichts, hat halt geknallt. Ja, und dann ist das hier passiert, ne? Und dann guckst du mal, was der Margin-Satz jetzt ist, ob du damit noch schlafen kannst. Berechnung, eine Folie weiter vorne. Ja, eigentlich waren es zwei Folien weiter vorne. Ergebnis gerne in die Kommentare. So, Freunde, das war es gewesen. 24 Minuten. Ich hoffe mal, dass jetzt die meisten mal so zumindest mal einen groben Überblick haben. Das kann man natürlich richtig verkomplizieren, muss aber gar nicht sein. Man muss wissen, okay, ich habe das, ich sollte nur so und so viel Margin nehmen und ne, und wie wird denn das berechnet und wie viel habe ich denn da überhaupt und was ist denn diese initiale oder Initial Margin, was die Maintenance Margin, da gibt es noch 100.000 andere Margins, die braucht ihr aber alle gar nicht. Ja, und dann immer mal so überlegen, was passiert denn im Crash, was habe ich dann auf dem Konto, oh hier, keine Ahnung, 80.000, oh jetzt, dann habe ich hier eine Procter & Gamble und eine Altria, alles ist im SOP drin oder von mir aus ist es auch im Nasdaq drin, wird natürlich
prozentual auch heftigst auf die Mütze kriegen, wenn es runtergeht. Da habe ich noch irgendwie Long-Positionen, ne, mal so Thema Hedging, wenn ich schon Optionen mache, vielleicht mal mit einstreuen. Aber wenn ich heute gehört habe, dauerhaft verliert man nur Geld mit Hedging. Gut, lasse ich mal so stehen. Guckt euch das nochmal alles an, sonst guckt das Video nochmal, dann habt ihr es wahrscheinlich verstanden. Wie gesagt, ne, wenn irgendwas ist, meldet ihr euch, wenn ihr nochmal das Video und die Folien zum Strangle haben wollt. Ihr könnt aber auch bis in Herbst warten. Wahrscheinlich machen wir auch noch so ein kleines Future-Strategie. Das heißt ein kleines, wahrscheinlich ein größeres Webinar. Das mache ich aber nicht allein, das mache ich mit jemandem zusammen. Da sind wir gerade so ein bisschen am Gucken. Auch so Keep It Simple-Strategien, ne, dass man mal sieht, wie einfach kann es dann eigentlich sein, Kohle zu verdienen an der Börse. Wenn man seine Regeln einhält, sein Money-Management im Griff hat und einfach nicht dumm da rumzockt, so, oh, ich habe noch Geld frei, so, es geht hoch, ich hau mir noch mal hier 10 Shortbots auf den SPY raus, wird schon gut gehen, bup, und übermorgen dreht die Kiste, ne? Dann war es das nämlich. Jo, das war's in diesem Sinne. Wünsche ich euch noch, ja, ihr habt ja schönes Wetter, glaube ich, auch in Deutschland, ne? Ich gucke mal, was wir haben. Ah, jetzt haben wir 26 Grad. Alles schön, jetzt gehe ich wieder raus und renne vor eine Hitzewand. Und jetzt gehe ich mit dem Hund Gassi, danach mache ich mir Grilli, dann schneide ich noch hier das Video und vielleicht geht es heute oder morgen dann online. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Ciao, ciao.